Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sause Park, der Stab der Wahrheit. Nicht der Paarheit, sondern der Wahrheit. Meine Fresse. Direkt vom Beginn sage ich schon was Falsches. Ja, wir machen jetzt direkt mal hier weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und ja, ich weiß natürlich, in den letzten zwei Tagen kam jetzt leider nichts von mir. Der Grund, weshalb jetzt nichts kam von mir, war einfach, dass ich wirklich volle Tage Besuch hatte. Deswegen konnte ich auch nicht dann aufnehmen. Aber hier bin ich nun. Hier sind wir wieder zurück, hier in Sause Park und machen natürlich mit der Quest weiter. Wir haben zwar Craigs Hausbesuch, aber leider war Craig nicht dort, denn er ist angeblich in der Schule. Doch komischerweise, wenn ich jetzt auf der Karte schaue, wird hier in der Schule nichts angezeigt, weil eigentlich müsste jetzt hier was so genau dieses Symbol sein, aber dort ist nichts. Deswegen wollte ich vorschlagen, dass wir jetzt Richtung Kirche gehen, weil dort haben wir eine Nebenquest. Deswegen gehen wir erstmal dorthin und plündern erstmal wieder hier Sachen. So, natürlich will ich erstmal gucken, ob wir genau hier richtig sind. Ja, das machen wir schon. Oh, was haben wir denn hier? Das können wir, glaube ich, noch nicht benutzen. Was? Wir haben wieder mal jemanden erwischt, der ein, naja, wie soll ich sagen, der, ich sag mal, rumgespielt hat. Aber haben wir das nicht in der letzten Folge schon erlebt? Naja. Dann haben wir nochmal ihn erwischt. Oh, hier haben wir die Cops. I don't even like donuts. That's the sad truth. This is where Jimmy gave me that noogie one time. Können wir überhaupt da rein? Ja, tatsächlich. Oh, hallo. Hallo, Mr. Cop. Sorry, kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal woanders. Aber wir können ja auch ein bisschen plündern. Ein USB-Stick, wunderbar. Aber irgendwie auch schön ruhig. Come on a quieter day. I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Okay, alles klar. Und hey, diesen Typen kenne ich. Auch von so einer South Park-Folge. Es war, glaube ich, die Folge, wo Cartman ins Gefängnis musste. Hey, Kid. Find the key and bust me out of here. Okay. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, dann gucken wir mal weiter. Weil irgendwie, ich liebe es einfach wirklich, dass wir hier in manchen Gebäuden einfach hier reingehen können. Und hier haben wir eine Menge Stuff. Eine Menge Stuff. Stärketrank, die Perücke, kleiner Gesetzeshüter, Cherokee-Tampon. Scheiße im Urinal, okay. Und Pärchen mit Urzeitkrebsen. Du meinst wahrscheinlich Seekrebsmenschen, ne? Nee, wie hießen die Dinger nochmal? Seemenschen. Hasitech, ein Team-Pokémon, sehr schön. Okay, hier kann ich jetzt nicht rüber. So, jetzt kann ich aber. Ein Bandit, Brandschatten, oh, neues Outfit und Schamhaare. Glitzerschmuck. Ich finde es irgendwie auch interessant, was wir hier alles einsammeln können. Selbst auch, wenn es um Outfits geht. Ah, okay, hier kann ich was kaufen. Nee, ich brauche erstmal nichts. Okay, Wanted Missing. Ah, Damien. Der Sohn von Satan. Dann haben wir noch Siri Toilet Paperist. War ja auch eine Parodie an hier. Schweigender Lämmer. Ja, die Frau von oben. Die kennt man auch noch. Die Krankenschwester. Interessant, interessant. Na, was ist hier oben? Das sieht so auch danach aus, dass wir hier nach oben gehen können. Und wir machen hier alles kaputt. Das geht irgendwie ganz und gar nicht. Ah, Moment mal. Wir sind jetzt, glaube ich, hier in einem anderen Raum. Ja, der ist gesperrt. Jetzt haben wir hier einen alternativen Weg gefunden.
Interessant, interessant. Wir nehmen hier alles mit. Oh, Schlüssel zur Gefängniszelle. Ich glaube, wir können den Jungen jetzt befreien. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Aber ich weiß nicht, ob wir das überhaupt... Ja, Bartas, aber ich weiß, ehrlich gesagt, nicht überhaupt, wenn wir das tun, ob wir jetzt Ärger kriegen. Also die Kameras können wir auf jeden Fall ausschalten. Interessant. So, keiner darf es sehen. Ah, okay, ja. Ja, ich habe den Schlüssel. Ich darf das. Ja, dann viel Spaß damit. Und ja, ich meine, das war auch wieder eine Anspielung aus der Folge, wo Carmen irgendwie, ich weiß nicht, Disneyland in seinen Arsch reingepackt hat oder sowas. Oder die Geräusche? Oh nein. Nicht wieder die Elfen. Die, nein, nein, heute nicht, heute nicht. So, da ist die Kirche. Na, wer bist du denn? Und wir haben wieder eine Schnellreise freigeschaltet. Und dort muss ja, glaube ich, irgendwo das iPad sein. Von Kevin. Ah, da haben wir es. iPad, Questgegenstand. Gib Kevin Stodys iPad zurück. Okay, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir jetzt auch mal kurz in die Kirche reingehen. Und es wird Zeit, dass wir erstmal zu Gott beten. Oder zu Jesus. Hä? Wieso ist denn niemand hier? Ist hier eigentlich nicht der... Pfarrer? Der Hollywood-Bart. Heiltrank, Geld und St. Petrus. Was? Ich habe den heiligen Petrus gefunden? Das gibt's doch nicht. Der heilige Petrus war die ganze Zeit hier. Ja, ihr habt's richtig geraten. Der heilige Petrus war kein Mensch, sondern ein Hase. Und ein Hase soll auch Papst werden. Und kein Mensch. Laut South Park. Und schon wieder sind hier die Elfen. Okay, Moment, Moment mal. Ich würde mal sagen, wir machen mal kurz eine Schnellreise. Timmer! So, dann gehen wir mal schnell hier rein. Denn wir haben ja sein iPad. So, das war ich nicht. So, Kevin, ich habe hier dein iPad. Well done. The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend. Cool, wir haben jetzt Kevin Stodys als Facebook-Freund. Sehr schön. 12 Freunde, Vorteil verfügbar. Rakete der Verlangsamung. Okay, neue Waffe. So, schauen wir mal. So, Quest-Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ich glaube, da können wir auch was verbessern. Level 2, bewege mit deinem Betäubungsschlag mehrere Schaden. Oh, das hört sich doch gut an. Ach nee, ich kann das nicht holen. Verdammt, ich habe keine Punkte. Okay, Moment mal. Ah, jetzt können wir das hier benutzen. Verstärke jeden Angriff mit Waffen um 5 Schaden. Sehr schön. So, hier. Ah, hier haben wir die Waffe, aber das kann ich erst, wenn ich in Level 4 bin. Ne, Glitzerschmuck mache ich nicht. Das tue ich mir nicht an. So, der Hollywood-Bart. Oh ja, den will ich unbedingt. Wie sieht das denn aus? Kunstbart? Ne, ich will den Hollywood haben. Ich will einen Hollywood-Bart. Jetzt sehe ich so aus wie ein richtiger Zauberer. Denn ich bin ja ein Magier. Okay, dann, wo geht's denn jetzt hin? So, der Team Express, nee, das machen wir jetzt nicht. Finde Tweak im Café Tweak Bros und versuche ihn zum Mitspielen oder gehe zum Tokens Haus. Okay, die Frage ist natürlich, was ist jetzt hier am nächsten? Dort ist Tweak und dort ist Token. Wenn wir jetzt hier hochgehen, dann würden wir... Ja, das ist jetzt eigentlich egal. Ich würde mal sagen, wir gehen... Wir gehen mal Richtung Tweak. Timmer! So, dann müssen wir einmal kurz hier links. Und dann hier vorwärts. Ah, Mr. Bra Bailey. I'll be watching you, new kid, on Facebook. I hope you put a lot of cat pictures.
Geil. Oh, wer bist du denn? I don't know. I think you have a nice nose. Ach, ist doch die Mutter von Mrs. Marsh. Schlüssel zum Geschäftsbüro. Also die Mutter von Stan. Interessant, dass sie hier arbeitet. Ganz ehrlich, ich wusste, glaube ich, ehrlich gesagt nicht wirklich, was sie arbeitet. Ich glaube, das wusste man, glaube ich, eher nicht, oder? Oh, hello. Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. Oh, danke schön. Danke, danke. I used to be sad, but I found Jesus at the church. Okay, du hast Jesus gefunden in der Kirche. Ich war gerade in der Kirche, aber ich habe ihn leider nicht gefunden. Naja, vielleicht finden wir ihn noch. So, hier haben wir noch die Bank. Okay, this is a stick-up. Put all the money in a bag or I'll fucking kill each and everyone. Oh, hey, hey, Benny. How's it going? Just showing the new kid around. Hi, Butters. Good to see you too, Butters. Thanks for checking in. Oh, die kennen alle Butters. Ja, wer kennt denn nicht Butters? Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Ja, soll ich $20 investieren? Ich weiß nicht. Lieber erstmal nicht. Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Ja, ich hab Geld, aber warum sollte ich investieren, ne? Das ist ja die Frage. Naja. Wir haben eine andere Mission. Och, na, hier sind wieder die Dunkelelfen. Warum sage ich immer Dunkelelfen? Das sind einfach nur Elfen. Der sexuelle, belästige Panda. Was haben wir denn hier? Feines, schöne Easter Eggs aus der Serie. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Ob ich Model gerne sein möchte? Ich weiß nicht. Ich meine, ich sehe jetzt auch nicht schlecht aus, aber... Naja, vielleicht ein anderes Mal. Excuse me. Ja, meine Dame? Hallo? Schade, ich dachte, ich konnte mit ihr sprechen. Oh, hier haben wir wieder eine Schnellreise und dort drüben ist Tweaks Laden. Sehr schön. Hallo, Sir. Oh, es ist... Was steht da? Ashes of Fire 2 in 3D. This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Aber ich bin doch erwachsen. Ich bin nur halt klein. Ich bin halt kleinwüchsig. Und dort ist wieder ein Chipokémon. Chipokémon. Ja, ich geh trotzdem rein. Was sagst du jetzt? Siehst du, ich bin jetzt rein. Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Das ist doch hier dieser Damien. Ich habe Damien gefunden. Okay, ich habe irgendwas mit Ewoks verstanden. Aber hey, ich habe jetzt den Sohn von Satan gefunden. Was sagt man dazu? Wieso kann ich jetzt nicht hier... Ja, ich will ja nur durch. Verschwinde! Ah! Ah, verdammt. Komm ich denn da denn durch? Ach, scheiß drauf. Ich habe was Besseres zu tun. Und das Kino sieht aus wie ein Saustall. Also wirklich. Ich war gerade drin. Der Film war scheiße. Hey! Da ist doch hier Mr. Gore. Al Gore. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pig. Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map. Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Al Gore, wuhu, und eine neue Quest, was sagt man dazu? Schweinebärmann-Sensor, 3 Stück und die müssen wir, glaube ich, irgendwo überall platzieren. Können wir kurz mal nachschauen. Genau, Schweinebärmann, einmal hier bei der Farm, dann hier bei Kennys Haus, wo denn noch? Starks Teich. Okay, Kennys Haus, Starks Teich und bei der Farm, dort müssen wir die Sensoren... platzieren, aber das machen wir irgendwie später. Erstmal haben wir was Wichtiges zu tun.
Oh, hier haben wir aber auch wieder so eine Figur. Ich will es irgendwie gerne haben. Ich glaube, wir kriegen erst später so eine Fähigkeit dafür. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal hier rein. Welcome to Tweet Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak! Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. You're weird. Okay. Anscheinend hat er irgendwie Schwierigkeiten. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Naja, ich trinke ja eigentlich keinen Kaffee, auch jetzt nicht hier im wirklichen Leben. Mir reicht einfach eine Tasse Tee. Ah, das ist er doch. What's this? Now? The guy's thinking now? Well, there's no way, man. There's way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait, you. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Okay, Moment mal. Rekrutiere Tweak. Tweaks Abholauftrag. Heißer Kaffee. So, Moment mal. Heißer Kaffee. Geh zu Kennys Haus und frage Kenny zum Arm wegen der Lieferung. Tweak's Roof. Alles klar, aber bevor wir jetzt gehen, will ich erstmal hier was gucken. Aber der arme Junge. Die Eltern zwingen ihn einfach Kaffee zu trinken, das tut doch nicht allen gut. Weil, schaut euch ihn an, er ist ja die ganze Zeit am Zittern. Ja, ich weiß, du brauchst mehr Kaffee. Aber es dürfte jetzt auch nicht so schwierig sein, die Mission zu beenden. Ich meine, Kennys Haus ist jetzt okay. Wir können jetzt ganz rechts gehen und dann hier nach unten, obwohl, nee, Kennys Haus ist ja dort unten, nee. Obwohl, man kann ja auch zum Spielepark gelangen. Ja, eine Schnellreise. Sehr schön. Neue Nachricht von Polizist Bar Brady. Du hast 5 Freunde. Al Gore, Damien, Polizist Bar Brady, Kevin Style, Roomper Stomper. So, liebes Tagebuch. Heute habe ich einen neuen Freund Freundin oder was? Ach ja, stimmt. Mr. Brady kann, glaube ich, eher nicht schreiben und auch nicht lesen. Er war wirklich nett. Ich hoffe, er mag mich. Hallo, mein junger Freund. Hier spricht Al Gore. Das bin ich. In dem großen Profilbild. Ich rede gerade mit dir. Klicke auf Gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Maid im ganzen Land bin. Scott Mackeson und 14 andere gefällt das. Also wirklich, Prinzessin Kenny. Du musst das nicht ständig posten. Okay, also hier können wir nicht durch. So, dann sind wir jetzt mal hier. Ah, hier können wir nicht hin. Da ist es ja auch der Wald. Okay. Also, ganz ehrlich, was für eine Nachbarschaft sind das denn? Ja, also hier sind alle nur Ficker. Oh, wen haben wir denn hier? Mr. Slave. Hey, Kid, can you help me? There was a mix-up at the post office, and they accidentally gave me a package for Miss Cartman. Any chance you can go to the post office and pick up mine, while I drop this one by her house? Eine neue Quest, Mrs. Clay's Paket, oder Mr. Slave, ich sag irgendwie gerne Mr. Slave. Geh zur Post. Okay, wir haben echt eine Menge Nebenquests. Kleines Medaillon und Ankerbart. Okay, alles klar. Wir nehmen natürlich alles mit, das stört ihn ja auch nicht. Aber müsste jetzt eigentlich auch nicht der andere Typ sein? Boah, wie hieß der nochmal? Big LL, oder? Nee, irgendwas mit Big? Big L? Hieß er nicht der andere? Ah, da ist er doch. Boah, wie hieß er noch? Irgendwas mit Big L, ne? Aber er hat irgendwie 3 Namen. Und der ist auch mit Mr. Slave zusammen. So, Moment mal. Hier haben wir eigentlich auch noch was. Hier haben wir noch Ike. Du bist Piratenkönig.
Ja, du bist der Piratenkönig. Ich check's. Come play hide and seek with us. You're it. Moment mal, was? Neue Quest, Versteckspiel. Was? So, Moment mal. So, Quests. Schweinebeermann, Mr. Slave, der Teamie Express und verstecktes Spiel. Suche in der Stadt nach den versteckten Kindergartenkindern. 6 Stück. Okay, die sind jetzt irgendwo überall versteckt. Na super. Vor allem, ich wollte mit dem nicht spielen. Ich kam einfach vorbei und sagen, ja, du musst jetzt mit uns mitspielen. Das ist jetzt Pflicht. So, ich muss jetzt mal kurz gucken. Okay, wir müssen jetzt eigentlich... Moment, wir können jetzt gleich eine Schnellreise machen. Wir müssen ja immer noch zu Kennys Haus gelangen. Obwohl, wir können ja eigentlich erst zu Cartmans Haus. Obwohl, Moment, wo war das denn jetzt? Nee, ich glaube, ich muss erst zur Poststelle, ne? Genau, das ist dort hinten. So, ach, wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir mal kurz hier links. Gehen wir mal zur Poststelle. So, schnelle Reise aktiviert, sehr schön. Goddamn kids. I'd love to chat, but you're unpopular. Hey, ich bin nicht blöd, das ist echt traurig. Hey, Butters, sweet kid. Mr. Slaves Paket. Oh, ich ahne schon. Ich ahne schon, was es ist. Schlüssel zur Nachrichtenredaktion. Sehr schön. Okay, wir haben Mr. Slaves. Ich meinte das Paket für Cartman. Also von Cartmans Mutter. Dann. Ach, obwohl, hey, halt, Moment mal. Gibt Mr. Slaves sein Paket, okay? Ich dachte, es wurde was vertauscht. Naja, egal. Wir gehen erstmal zu Kenny. Ja, das ist erstmal unser Auftrag. Dann, wenn wir das erledigt haben, kehren wir zurück zu Tweak. My Eric certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Ja, er ist so ein netter, toller Typ. Ich bin auch total gern mit ihm befreundet. Man kann nur mit Eric echt total nur mit ihm befreundet sein. So, ich glaube, das ist Kyles Haus sogar. Ach nee, das ist Stans Haus. Obwohl, ich will da jetzt, glaube ich, noch nicht hin. Nee, weil das wäre jetzt für mich doch eine Zeitverschwendung. Das ist Kyles Haus. Ah, hier haben wir aber noch ein Team-Pokémon. Team-Pokémon! Okay. So, hier haben wir es. Das Haus von Kenny. Sehr schön, Mrs. Comics Garagenschlüssel. Sprich mit den netten Leuten. Okay, alles klar. Und die sind in der Garage? Okay. Oh. Okay. Hey. That's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit. It's a Kip! Nein, ich bin kein Cop. I don't think I like you very much. Okay, dann machen wir ein paar Drogendealer platt. So, ach, obwohl das sind ja keine Drogendealer, das sind einfach nur Junkies. So, ich hasse Junkies. Ah, das war schwach. Das war gut. So, Butters, ich brauche deine Fähigkeit. Ja, wir machen den erstmal platt. I want a lawyer. Here. Okay. So, ich würde mal sagen, wir nehmen etwas. Wir nehmen eine kleinere Sorte. So. Dann würde ich mal sagen, Schlafsand. Hier. Spüre die Magie. Du bist müde.
So, Butters, mach ihn fertig. So, weißt du was? Hier, spüre meine Flammen. Haben wir Gerechtigkeit. Oh, jetzt ist er ein bisschen angepisst. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Friss das! Geil, wir haben's. Wir haben die Junkies besiegt. Besorge die Lieferung Tweaks Brew. Okay, das haben wir doch jetzt eigentlich erledigt, oder? Oder muss ich hier noch was einsammeln? Au, das war nicht gut. Ah, jetzt kann ich hier rüber. Ah, Tweaks Speziallieferung. Questgegenstand. Ah, verstehe. So, das war die Lieferung. Okay, verstehe. Trägerhemd. Okay, aber halt, Moment. Wir können jetzt, glaube ich, nach oben sogar. Und da können wir jetzt diesen Schweinebär-Mann-Sensor platzieren. Kennys blutige Keule. Jupp, den ersten hätten wir. Sehr schön. Okay, ich würde mal kurz in mein Inventar schauen. So, Kennys blutige Keule, aber das ist ein bisschen schwächer sogar. Nee, nein, danke. Was haben wir denn hier? Frisur? Ah, ich will eigentlich noch meine Frisur behalten. Obwohl? Aber mit dem? Oder Pony? Nee, ich will auch kein Pony haben. Nee, wir lassen das noch. Brille, 3D-Brille. Nee, wir lassen das noch. Okay, da würde ich mal sagen, was ist denn hier noch? Löse Tweaks, dampfe das Dilemma und rekrutiere ihn für, okay. Haben wir das eigentlich noch angezeigt? Oder kann ich jetzt hier noch rein? Ach, das ist doch die Schwester von Kenny. Karen. Ja, das ist sie auch. Kennys Zimmer, das sieht man sofort an. Oh, bester Freund des Halskette. Ah, Mysterious Outfits. Dann den einen Wrestler Outfit. Menge Kram. Ein Skateboard, das war mal ein Skateboard. Ich hoffe, Prinzessin Kenny ist jetzt nicht wütend auf mich. Ah, das ist die Mutter. Sorry to hear about the ranters. Usually they're real fun and energetic. Okay, hier ist also nichts mehr. Na gut, dann gehen wir mal. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen ganz schnell zu Mr. Slave. Ach, das ist aber dann wieder hier, ne? Und danach gehen wir zu Tweak und danach beende ich die Folge. So, halt, ich muss mal kurz gucken. Boah, wir machen das andersrum. Wenn ich schon so sehe, gehen wir erstmal zu Tweak. So, Tweak, ich bin hier. Ich habe die Lieferung. Where's today's delivery? Right here. Yep. That's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Schöne Werbung. So, wir haben Tweak als Freundschaft auf Facebook. Und 18 Freunde. Und Tweak Schlüssel. Oh, perfekt. So viele Sachen haben wir jetzt freigeschaltet. Okay, cool. Cool. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Okay. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest.
Okay, vielleicht wenn wir was kaufen, dann werden wir auch mit denen befreundet. So, wir nehmen einfach einen Tempotragen. Achso, nee, ich will mit dir befreundet sein. Okay, sie will auch nicht befreundet sein. Schade. So, dann aber... Ja, seht ihr, jetzt ist auch das bei Kenny das Symbol weg. Sehr schön. So, aber jetzt will ich schnell zu Mr. Slave. Dann hätten wir auch die Quest. Und dann bin ich auch die Folge. Tick. Night. Da, 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 da. Ba, 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 ba. So, da sind wir. Ah, da ist so ein vermisstes Kind. Billy tried to steal my hidey spot, but I made him go away. Das erste Kind haben wir schon mal sehr schön gefunden. So, Mr. Slave, hier bin ich nun. Hier ist dein Paket. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Okay, Mr. Slave als Freundschaftsanfrage. Quest erfüllt und... Relais der Peitscher. Okay, so eine neue Fähigkeit. Jetzt hast du Zugriff auf einen Beschwörungsgegenstand. Blablabla, blablabla, blablabla. Okay, alles klar. So, wir können Mr. Slave beschwören, aber nur einmal. Gut, das wär's dann auch dann für die Folge. In der nächsten Folge würde ich mal sagen, gehen wir dann halt dann zu Token, weil was anderes können wir jetzt, glaube ich, auch nichts machen. Ich meine, klar, wir haben zwar noch andere Quests, aber die können wir immer im Verlauf des Spiels ja machen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, die Folge, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Sause Park, der Stab der Wahrheit. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.